Heyo Freunde der Sonne und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe die netteste, freundlichste, ich darf jetzt nicht zu schmeichelnde Begriffe sagen, weil Anna Valentina ist erst 17. Deswegen spielen wir auch heute Mary Fuck Kill wieder ein bisschen anders. Ja. Bei mir ist es Mary Fuck Kill, bei dir ist es Schubsen. Knuddeln. Einmal knuddeln oder ganz lange Händchen halten. Oh. Ja? Ja. Weil Anna ist 17, deswegen, wenn man jetzt auf ihr Instagram-Profil guckt, dann denkt man, hui, 25. Aber 17, das hatten wir auch letztens bei Annika im Video, da habe ich dich gezogen, da habe ich dich auch umgebracht. Was? Ja, weil du 17 bist. Das habe ich noch nicht mal angeschaut. Ach, du guckst nicht von Annika Teller die Videos, ich guck alle. Ich habe das von Shirin aber gesehen. Ja, Annika ist auch eine Kröte. So. Hey, ich bin die Anna, 17 Jahre. Ja, also ich bin die Anna, ich bin 17 Jahre und mache YouTube so typisch Beauty-Lifestyle, aber vor allem Travel. Ja, Reisen. Anna spricht auch gern 5 Sprachen in ihrem Video. Ja. Und ihr kennt sie alle von der Glow und das blenden wir jetzt nochmal ein. Nein! Freust du dich denn auch auf die Weltmeisterschaft? Ja. Wer ist denn aktuell Weltmeister? Deutschland. Wer ist Europameister? Das weiß ich nicht, das habe ich nicht geschaut. Wann ist denn die nächste WM? Ja, diesen Sommer. Und wo? Okay. Ich ziehe jetzt 1. Sind die so lang? Okay. 1. Jetzt gebe ich dir ins andere. 2. Also wir haben einmal Sophia Thiel. Okay. Dann haben wir Annika Teller. Wurde schon hier heiß diskutiert. Und Ishtar Isik. I don't know. Okay. Sophia Thiel bringe ich um. Ich finde die nämlich kein bisschen attraktiv. Die ist mir zu... Ja. Die ist stärker als wir beide zusammen. Die können uns so einen Schutzkasten beide. Ich glaube, ich hätte Angst vor der, wenn die so mich haten würde oder so. Dass sie mich so... Oh. Stell dir mal vor, die steht vor deiner Hauptschule und will dich verprügeln. Ich bin nicht auf der Hauptschule. Achso, dann wirkst du immer so. Okay, auf jeden Fall Sophia Thiel. Aaron. Ishka, die hatte ich ja mal auf der Glow. Das können wir noch einblenden. Ich habe deinen Kanal schon ganz oft geguckt. Echt? Ja. Das ist ja cool. Dank dir habe ich jetzt 10 Tipps gegen fettige Haare. Habe ich aber noch nie was zu gemacht. Was denn was, Anna-Maria Damm? Und sonst so? Läuft alles super. Und die hat absolut keinen Spaß verstanden. Die war so abgefuckt und hat sich dann auch über mich beschwert. Deswegen nur einmal so, hier knickknack. Und die so, ist, wie heißt es? Einmal umarmen. Nee, bei dir wäre es doll knuddeln einmal. Bei mir ist es schon Spaß haben. Und was bei mir, also die Bedeutung, da guckst du einfach mal so einen Biofilm, dann verstehst du das alles. Ja, das ist alles zu hoch für mich. Und nein, zu jung. Und heiraten Annika. Annika ist eine nette Liebe, sieht gut aus, darf nicht so viel reden, sonst puiuiui. Was hättest du gemacht, wenn du jetzt, aber natürlich mit Knuddeln, einmal schubsen und Händchen halten. Also die Sophia Thiel würde ich auch schubsen, wobei ich dann Angst hätte, dass sie mich zurückschubsen würde. Das würde, glaube ich, nicht gut ausgehen. Und ich glaube, ich würde Annika auch heiraten. Warum? Ja, weil sie ist witzig, mit ihr kann man Zeit verbringen und sie ist halt so lustig. Mit ihr kann ich mir vorstellen, so länger Zeit zu verbringen, Jahre. Dann haben wir das, dann bist du jetzt dran. Ich habe ein paar Männer aufgeschrieben, hoffentlich kennst du ein paar. Okay. So. Gibt es denn deutsche YouTuber, die du gerne guckst? Männer? Ja. Nein. Dich? Ja, nee, das ist zu spät. Ich gucke deine Videos auch nur ohne Ton. So. Das sagt mein Vater auch immer zu mir. Er sagt, das sagen mir voll viele Leute sogar. Oh mein Gott. Haben wir Line TV. Ja, kenne ich schon. Der Ex von Dagi. Dann haben wir der Russe. Keine Ahnung, okay, aber es klingt schon nicht gut. Und dann haben wir Kuchen-TV. Das klingt auch nicht gut. Du kennst nicht Kuchen-TV, den Pöbler von Dienst? Nee, ich schaue nicht so Pöbelsachen an. Ich zeig dir aber schnell lieber nur Bilder anstatt Videos, oder? Okay, ja. Gehen wir mal einmal auf Instagram. Während wir suchen, blendet der Cutter einfach nette Bilder von Anna Valentina ein, dass ihr sagt, boah, ich muss auf Instagram rüber, der folgen. Boah, ich habe voll Follower gemacht, hat mich jemand verlinkt? Doch, hier hast du ihn einmal. Heute ist Timo ist beim Amt, oder? Ja, der hat eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, deswegen macht Joe heute Kamera. Beim Amt, das klingt sowieso vor Gericht. Nee, Arbeitsamt. Oh. Ich glaube, der muss heute Grünanlagen säubern, oder? Oh. Ja. Hat jetzt länger keine Videos mehr gemacht, seit einem Jahr schon nicht. Mhm. Aber dass du ihn einfach mit... Ah, ist ja voll unaktuell da. Das ist ja, Leute, was geht mit der Rechte. Dieses wunderschöne Video mit deinem... Ja, nee. Dankeschön, das war's, enough. Okay, und dann hast du noch den
Kuchen-TV. Kuchen-TV. Aber es klingt niedlich. Ja, der ist auch netter. Ja. Der rechte. Die sind alle nicht so ansprechend. Okay. Die sind echt jetzt, alle eigentlich also, scheiße. Fangen wir mal an. Wen würdest du denn nur einmal knuddeln? So, so. Oh, ich hab dich lieb. Eigentlich gar keinen, aber ich muss. Ich weiß, ich muss. Und sterben tausend Hasen. Hat Leon abgenommen? Nein, Tilly, nein. Hat er abgenommen? Nein. Immer noch nicht. Pass. Einmal knuddeln, aber nur ganz, ganz paar Sekunden knuddeln. Ja. Weil die anderen, Okay, und jetzt musst du noch ein Händchen halten. Oh Gott. Was ja mit Heiraten knuddeln. Du verstehst ja schon, was bedeutet eigentlich. Ja, natürlich. Ich komme ja vom Gymnasium, wie wir ja festgestellt haben. Hauptstadt von Belgien? dann nehme ich den Kuchen zum Händchen halten, weil Kuchen ist ja, wenn der mir Kuchen backt, dann ja. Ja. Und schubsen tue ich diesen, wie heißt der? Der Russe. Ja. Nee, Russe halt. Ja, den Russen, sorry. Aber der sah echt nicht gut aus. Wenn euch heute, wie heißt es, knuddeln, schubsen, Händchen halten, gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Kommentiert mal, was ihr in der Frauenrunde gemacht hättet. Sophia Thiel, Ischka und Annika Teller. Hier nochmal alle drei. Ischda. Alle drei Bilder. Schreibt einfach, wir machen da A, B, C ran und ihr schreibt eure Kombination in die Kommentare. Und jetzt habt ihr aber noch was viel Wichtigeres zu tun. Und zwar was? Mir folgen. Nein, nicht zu abonnieren. aber dann schaut beiseite. Geht auch anders, kann darüber, weil da drehen wir auch noch eine Runde. Yes. Und die. Bist du bei deinem Zettel noch drin? Ja. Und ich bin bei meinem Zettel noch drin. Das kann mega Beef geben. Und dementsprechend geht drüber. Und war ich sonst noch auf dem? Ich habe einmal für dich Kamera gemacht bei Glow, aber das hat man nicht gesehen, oder? Ja, du hast mich nur gefilmt. Ja, ich habe sie nur gefilmt. Naja, egal. Geht drüber. Abonniert Anna, folgt ihr auf Instagram, folgt mir auf Instagram, weil wir machen immer total verrückte Sachen. Ja. Ich war gestern beim Vanessa Mai Konzert. Was hast du gestern Verrücktes gemacht? Außer wieder dein Doppelkinn gefilmt? Hey, okay. Ich habe gestern Abiturienten Deutsch Nachhilfe gegeben. Du gibst Nachhilfe? Ja, ich sag doch, wirke dumm, okay, aber ich bin's geben, nicht. Ach so. Okay, bist du nicht? Nein. Okay. Wollen wir jetzt einen spontanen Drei-Fragen-Test machen? Nein, eigentlich nicht. Okay, aber, geht auf Annas Kanal rüber, weil da machen wir den Test. Bis dann. Okay. Und winken. Winken und lächeln und so Tschüss sagen. Ciao. 8. Ja! Oh mein Gott. Aber deine Idiotentests, ich schaue mir das ja. Idiotentests und Glow-Videos schaue ich übrigens. Das ist sehr nett. Ja. Und ich erwische mich voll auf, wenn ich sie anschaue, dass ich es selber auch nicht hingekriege.